wollen es einfach 27 Grad warm werden. Sagen, ich esse heute draußen. Sehr lange nicht mehr in diesem Stuhl. Der Katzenstuhl. Vielleicht kommt der Cooper und haut mir auf. Hätte es ein wackeliger Start. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe richtig gute Laune, weil diese Woche soll es so schön sommerlich und warm werden. Und das wird toll. Tschüss. Ich war heute schon den ganzen Morgen sehr fleißig und habe aufgeräumt. Und deshalb war das gerade eigentlich eher ein Brunch oder ein Mittagessen. Aber das mache ich total oft so, dass ich, wenn ich aufstehe, habe ich so die meiste Energie, so die Sachen, die so ein bisschen rumfliegen, aufzuräumen. Und dann belohne ich mich quasi danach mit dem Frühstück. Also meistens habe ich da den meisten Drive, einfach jetzt mal kurz ein bisschen Wäsche anzumachen, ein paar Sachen wegzuräumen. Ansonsten habe ich jetzt gleich in einer Dreiviertelstunde oder so eine Telefonkonferenz, einen sehr wichtigen, spannenden Termin. Da geht es auch wieder um einen spannenden Launch. Ich würde euch so gerne immer von Anfang an mitnehmen, bis alles zu 100% feststeht. Dauert das leider immer voll lange und ich will natürlich nicht sagen, was da nicht stattfindet. So kann ich gerade aber noch nicht bleiben. Deshalb gehe ich aus diesem Nest hier mal kurz raus. Und schminke mich. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Freude mit meinem Vlog in dieser Woche. I'm finna jump for this shit. Off top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, but you fall through with the light sticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go, it's only up from there. I've been on my own, just running through the fields. They're vivid for the ears, I know that's how they like. Yeah, I fantasize. Tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I fit it. I let them hit the field like a passive aggressive. And we black men with a passion. Steady grip while I shoot to the stars with a full clip. Try in line with the loose leaf, then I proofread. Okay, dieses Meeting ging 3 Stunden. Sehr viel länger, als ich dachte. Aber ich habe ja zum Glück heute Morgen schon ein bisschen vorgearbeitet und habe ja schon aufgeräumt und so. Und jetzt geht es für mich an den Rhein. Ich grille am Rhein wieder. That's the plan. Ja, vorher geht es noch kurz einkaufen und dann geht's los. Hello. Am Rhein war es wunderschön, es war sehr, sehr warm und man konnte einfach bis um 11 oder so sitzen. Übrigens, by the way, sorry, hier, okay, da kommt mein Besuch. Ich sitze später. Da konnte ich vorhin nicht mehr zu Ende sprechen. Ich hatte hier nämlich einen Termin, aber ich wollte euch eigentlich nur kurz erklären, warum hier alles zu ist, weil hier ist halt eine sehr große Glasfront, as you can see. Und ja, es sind halt sehr hohe Temperaturen in dieser Woche, deshalb ist quasi Tag und Nacht dieser Rollladen unten, beziehungsweise kurz zum Lüften. Ja, das funktioniert eigentlich soweit ganz gut und hier ist es einigermaßen kühl, bedeutet sehr viel. Ich habe auf jeden Fall für heute auch alle Termine und die To-Dos durch. Yes, tut irgendwie gut und das ist erst kurz vor 5 oder so. Und ich fahre jetzt kurz zu meiner Familie bzw. zu meinem Bruder. Chill da ein bisschen mit den Kindern im Garten und ich habe mich auch schon umgezogen. Und dann kann ich ein bisschen meine Neffen und meine Nichte knechten, die, by the way, diese Woche 1 Jahr alt wird. Könnt ihr das glauben? I can't. Ja, ihr habt ja letztes Jahr sogar im Vlog die Geburt mitbekommen. Und das Shooting noch am Tag vorher. Wer erinnert sich, der kann jetzt gerne mal kommentieren. Crazy auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall umgezogen und dann gehen wir mal. Ein sehr schöner Abend, Nachmittag mit der Family und ja, meine Nichte wird wie gesagt morgen 1, wir feiern aber erst in ein paar Tagen, deshalb. Ich habe jetzt aber so einen Kohldampf, ich habe so Hunger, ich werde jetzt einfach eine Timelapse machen, ich mache mir wieder Nudeln mit Guacamole und Zucchini-Nudeln drin und ja, I am hungry, Freunde.
It's a deep hole where I bleed. Oh, can I see you lay? So, heute ist wieder mein Uni-Donnerstag. Gleich kommen Präsentationen und I have some coffee. Wie immer, nicht viel. When you hold me, when you close, I know, I know, I'm a lost kid. Uni-Donnerstag ist geschafft. Yes. Und ich habe mir jetzt Abendessen gemacht und zwar gibt es heute eine Runde Wraps. Und ich habe mir hier so Paprika, Zwiebeln, vegetarisches Dönerfleisch oder vegan, ich weiß es gar nicht. Dann ist hier noch ein bisschen Rucola, Tomate und so Joghurt und dann habe ich hier noch Wraps. Und ja, das trage ich jetzt. Oh, I'm so sorry. Oh Gott, das war knapp, Kollege. Das trage ich jetzt raus und gönne mir the food. Ich wollte euch noch sagen oder zeigen und erklären, was hier überhaupt in meinem Garten los ist. Ich habe ja gestern gesehen, dass ich da irgendwas gemacht habe in diesem Häuschen. Denn ist das ein bisschen kompliziert, aber der Finn, wie sage ich das, der büxt auf jeden Fall sehr gerne aus und ich möchte, dass das eine Hauskatze bleibt, weshalb er weiterhin an der Leine gerade ist und Cooper eben nicht. Der hört auf mein Wort, der bleibt, wo er sein muss und kommt vor allem, wenn ich ihn rufe. Finn eben nicht. Das ist natürlich nicht so cool und ich wünschte, dass der Finn frei im Garten rumlaufen kann. Das ist aber alles sehr tricky mit dem Zaun und Nachbarn und Erlaubnis und deshalb habe ich mir jetzt einfach selbst eine Lösung überlegt, die eigentlich funktionieren müsste für diese eine lange Seite, wo eine Hecke ist. Und zwar habe ich jetzt einfach selbst einen katzensicheren Zaun gemacht, beziehungsweise ich habe so ein Netz, das ist extra ein Katzennetz, kann man auch an so Balkonen und so dran machen, gekauft bei Amazon von Trixie. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz, wie ich das montiert habe, weil ich finde meine Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, die andere Verpackung habe ich gerade nicht mehr, aber das ist auf jeden Fall das hier. In durchsichtig und dann gibt es das noch in grün und das ist dann drahtverstärkt, damit man das eben nicht durchkauen kann. Und das hier sind so ein bisschen die kleinen Retter und zwar benutze ich die sozusagen als Heringe und mache damit den Zaun unten dicht. Also ich habe davon jetzt zwei Packungen benutzt und kam eigentlich damit ziemlich gut hin. Von diesem Zaun hier ist nämlich die Rede und hier kann man es auch einigermaßen sehen, da ist nämlich das Netz drauf. Also hier sozusagen. Wir hatten nämlich die Hecken geschnitten, also meine Mama. Und Ziel ist es jetzt nämlich, wir haben nämlich das Netz darüber geworfen und es hängt sich halt hier überall fest und ja, ist halt locker, aber da kann halt keine Katze hochklettern. Und hier unten habe ich das halt komplett, wirklich alle paar Zentimeter mit so einem Hering festgemacht. Und Ziel ist es eben, dass das in den nächsten Monaten eben wieder zuwächst. Gerade sieht das alles ein bisschen kahl und hässlich aus. Aber wenn das erstmal zuwächst, dann sieht man das Netz nämlich nicht mehr. Und dann ist das wie so eine Art natürlicher Katzenzaun. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut, weil das Ding ist halt, Katzen klettern zwar gerne, aber die wollen ja auch Sicherheit haben. Also die würden nicht einfach random in so einen Busch reinspringen. Warum auch? Weil da ist ja kein Halt. Das wackelt denen zu sehr. Also die haben da keine Sicherheit durch. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich den Cooper schon so lange hier laufen lassen kann. Weil ich hier dieses Eck schon ziemlich lange fertig habe und hier keine Gedanken mehr machen muss. Hier sieht man das auch nochmal. Also hier ist alles dicht und dann eben hier auch nochmal. Und jetzt brauche ich nur noch für eine Seite quasi einen richtigen Zaun. Aber das ist ein bisschen kompliziert. Jetzt muss ich nur noch irgendwas finden, weil der Finn könnte halt hier hochspringen. Dafür gibt es aber so Vorrichtungen. Das soll halt nicht komplett scheiße aussehen, also da bin ich noch dran. Der Cooper, der hat da nicht einmal drüber nachgedacht, auf so ein Dach zu springen. Aber das wäre wahrscheinlich mit einer der ersten Sachen, die der Finn probiert. Das ist so mein Zaun-Update auf jeden Fall. Übrigens hat der Kollege einfach eine Maus gefangen an der Leine. Und zwar hier. Super krass. Ich kann es gar nicht glauben, dass der einfach eine Maus gefangen hat an der Leine. Und ich muss ganz dringend wieder Rasen mähen. Irgendwie geht es mir hier viel zu schnell. Ansonsten gehe ich jetzt gleich mich duschen und mich Bett fertig machen, beziehungsweise ich habe nämlich morgen ein Shooting mit der Daisy wieder und das machen wir halt relativ früh morgens und vielleicht schaffe ich es auch noch vorher, mir Locken zu machen. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down?
Hier ist es sehr orange. Aber ich bin fertig geschminkt. Wobei, die Mascara fehlt noch. Die habe ich nicht vergessen, sonst sehe ich merkwürdig aus. Haare sind gelockt. Die mache ich dann gleich auf, wenn das ein bisschen ausgekühlt ist. Und ich habe gestern noch hier so ein bisschen meine Outfits hier geplant. Und ja, ich habe auf jeden Fall genug. Ich hoffe, das passt soweit. Und ja, das muss ich jetzt noch schnell in eine Tasche schmeißen. Und dann muss ich auch schon ganz bald los. Okay, so da ist die Daisy und wir sind am Location scouten sozusagen. Wir haben hier diese Allee nämlich gefunden und vielleicht sieht es ganz cool aus. Meine Locken habe ich wie gesagt wieder in diesem Style hier gemacht und die mache ich jetzt irgendwie auf gleich. Ja, wir machen ein paar Bilder für Instagram und Co. und dann können wir uns gegenseitig mal fotografieren. Sehr praktisch. Und dann geht's los. Das war ein sehr erfolgreicher Shooting-Tag. Meine Kamera ging leider leer. Ja, das ist immer sehr praktisch, weil dann machen immer Daisy und ich gegenseitig voneinander Fotos, weil es einfach 10-mal länger dauert, wenn man das selbst mit dem Selbstauslöser macht. Das mache ich auch oft genug, aber so machen wir wenigstens die Fotos voneinander und man kann halt sagen, oh, die Strähne sitzt da ein bisschen blöd oder so. Und dann bearbeitet jeder seine eigenen Bilder quasi und ist happy damit und ja, immer sehr, sehr aufregend. Boi. Musst du die? Ja, ich habe jetzt jedenfalls gleich ein sehr aufregendes Telefonat. Und zwar mit einem Professor meiner Uni, denn tatsächlich schreibe ich dieses Jahr meine Bachelorarbeit schon. Can you believe it? Ich bin tatsächlich auch in Regelstudienzeit, ich hätte nie gedacht, weil für mich war nie der Anspruch, dass ich ein sehr gutes Studium hinlegen muss, sondern ich wollte einfach nur den Schein haben, ich möchte studiert haben. Scheinbar braucht man sowas in Deutschland leider noch, auch wenn ich 7 Jahre selbstständig bin, das interessiert manche leider nicht immer. Und eben natürlich, um die Dinge, die ich in der Praxis kenne, ein bisschen aus der Theorie kennenzulernen. Weil ich ja Online-Kommunikation studiere. Jedenfalls habe ich gleich das erste Beratungsgespräch mit meinem Betreuer für meine Bachelorarbeit. Und ja, das... Also ihr werdet das Thema Bachelorarbeit auf jeden Fall jetzt öfters mal hören in der nächsten Zeit. Schreiben tue ich offiziell wahrscheinlich ab September. Das ist noch ein bisschen hin, aber bis dahin muss ich noch ein Exposé abgeben. Darum wird es auch, glaube ich, heute so ein bisschen gehen in dem Gespräch. Ich habe quasi schon eine Ideenskizze abgeschickt. Also quasi eine grobe Idee, was ich machen möchte. Und das kann ich euch ja mal mitteilen, aber es kann sein, dass sich das nach dem Gespräch heute komplett ändern wird, weil er sagt, oh, das ist viel zu viel, man muss es viel spezifischer machen oder keine Ahnung, was heute rauskommt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich darüber schreiben möchte. Irgendwie, ich habe noch keine schöne Formulierung, aber sowas wie Influencer-Marketing versus Nachhaltigkeit. Und ob sich das miteinander vereinbaren lässt. Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Also irgendwas in diese Richtung, weil Influencer-Marketing ist ja teilweise so der pure Konsum. Aber das ist ja eine Frage, mit der ich mich im Alltag die ganze Zeit beschäftige, auch wenn ich es nicht die ganze Zeit kommuniziere. Inwiefern kann man seine Zuschauer eben positiv beeinflussen, influenzen, eben trotzdem mit ein bisschen Nachhaltigkeit im Blick, weil manche ignorieren das halt einfach komplett. Wieder andere
sind halt hardcore, ich nenne sie jetzt mal Ökos, ohne das böse zu meinen. Und ich bin eher so in der Mitte und frage mich halt, wie ich das umsetzen kann. Also keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich kommt und muss mich jetzt nochmal kurz ein bisschen in meine Ideenskizze reinlesen, damit ich gleich auch Bescheid weiß. Okay. So, also das Gespräch lief sehr, sehr gut. Es ging doppelt so lange wie eigentlich vorgesehen. Wir haben eine Stunde gesprochen und eigentlich war, glaube ich, nur eine halbe Stunde eingeplant. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen beruhigter, weil ich jetzt ein bisschen mehr Struktur habe und es bleibt bei meinem Thema und er findet das sehr, sehr gut. Ja, bei uns ist es so, dass wir im Prinzip in diesen 12 Wochen Bearbeitungszeit zwei Arbeiten schreiben müssen und eine Bachelorarbeit und ein Research Project. Und beide Arbeiten haben jeweils 40 bis 60 Seiten. Deswegen wird es relativ spannend, wenn man 80 bis 120 Seiten schreiben muss. Da muss ich mir auch noch was überlegen, was in der Zwischenzeit mit meinem YouTube-Kanal passiert, ob ich vordrehe, ich weiß es noch nicht. Das wird dann halt den ganzen September sein, den ganzen Oktober und November auch. Ja. Aber dann habe ich es hinter mir. Und jetzt arbeite ich erstmal an meinem Exposé. Das ist jetzt der nächste Schritt. Ansonsten habe ich gerade ein bisschen die Bilder bearbeitet von heute. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Ich bin enorm happy damit. Ich finde, die sehen mega aus. Hier habe ich irgendwas Komisches probiert. Das hat nicht funktioniert, aber ich fand das Bild witzig. Ja, auch die sind eigentlich ganz cool geworden. Ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Und ich hoffe jetzt, dass euch wie immer dieser Vlog gefallen hat. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr nämlich hier gerne den letzten Vlog... Ich hänge hier gerade wie so ein Lappen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne hier den letzten Vlog schauen und hier meinen Kanal abonnieren. Hier kommt nämlich jede Woche ein neues Video, immer samstags um 11. Bis nächste Woche, Freunde. Bye.